So, aber hier war doch noch was, ne? Kann ich da jetzt nochmal vielleicht ran? Ah ne, komm, wir machen erstmal das jetzt. Achso, das ist die Bahn. Ich wollte gerade sagen, was war das? Wer war das? Kollege. Ey, yo, was geht? Ju, Alter, was geht? Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Eh? Atta. Bombo. Bombo. Richtig. Richtig. Genau dieses Scheißding habe ich das letzte Mal voll umgelegt, ey. Und wir machen mal ein bisschen. Dies ist eine rote Zone. Den hier? Ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Wird der Pöbel mal wieder mit Blei voll gepumpt? Ja, so gut es geht zumindest, ne? Jetzt haben mich um meine Scharfschützen-Skills. Wir sind ja manchmal so ein bisschen. Lass dir. Wo kommt das her? Hier ist keiner. Irgendwer trifft mich hier immer. Nee, Digga. Nee. Aus diesem Scheißturm irgendwo von außen. Der schießt dann. Die kommen jetzt alle hier rüber. Acht Schuss nur noch. So, das Game sieht etwas älter aus. Oder kommt mir das nur so vor? Das kommt mir nicht nur so vor, das ist tatsächlich schon etwas älter. Hä? Das ist, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das tatsächlich ist. Aber. Egal. Meine Fresse nochmal. Ist von 1872. Das kann gut sein. Nein, es ist. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie cool. Hab ihn erwischt. Aber vielleicht hat ja irgendwer Bock, das mal zu googeln. Das ist das neue Battlefield, glaube ich, ne? War das nicht so? Das ist das Call of Duty 7. Modern Warfare
making everything kaputt. Okay, ich sehe schon, wir müssen da irgendwie durch diese komische Rauchwolke. Vielleicht aber auch nicht. Oder ist doch gerade jemand gelaufen, oder? Oder? Doch nicht. Was ich aber muss, ist aufpassen. Weil ich hier ganz schnell drauf gehen kann. Das ist von 2010. Ja, siehst du, schon ein bisschen älter. So, schnell mal hier rüber. Und auf rein das Ding. Eieiei. So, eingenommen, glaube ich, ne? Jetzt geht das Ding einfach. Genau. Ein bisschen sabotiert. Hier spricht Parrish, hör zu. Einkaufsbezirk. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig dort ist. Ich kann hier vielleicht nicht mehr einkaufen. Aber dieser Ort ist immer noch von großem strategischen Nutzen für den Widerstand. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gib mir Far Cry Vibes. Oh, endlich Tag. Ich liebe es, wenn Tag ist in diesem Spiel. Hallo. Er spricht Philly Alpha. An alle Teams, hör zu. Hallo Philipp. Dass Entführung für uns alle ein großer Schlag ist. Aber wir müssen ihn zurückholen. Und wir haben auch schon einen Plan. Wir werden einen Goliath stehlen und uns mit ihm unseren Weg in die Indie Hall freisprengen. Ernsthaft? Ein Goliath? Und wie zum Teufel sollen wir an den Goliath rankommen? Wir arbeiten noch an den Details, aber einen anderen Plan haben wir im Moment nicht. Ein Foto noch. Ein einziges Foto noch, Leute. Irgendwo wird hier wohl noch einer rumlungern. Und dann kann ich hier gleich neue Mission. Da ist auch einer. Zack. Und richtig Kohle kassiert jetzt hier. Schlappe $150 für Fotos machen. Das ist doch schön. So, jetzt muss ich erstmal wissen. Ach da. Vogelbeobachtung. Einer unserer Männer glaubt, wir könnten Drohnenstandgeräte einsetzen. Okay, nehmen wir an. Wenn wir konzentriert bleiben. Ja. Und ich einfach alle annehmen hier. Also vom Spielprinzip. Ja, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt war das so, dass eben jedes Spiel so den gleichen Aufbau hatte. Es hatte alles so diese Ubisoft, hatte alles so diese Ubisoft-Formel. Ne, dass erstmal musst du. Ach guck mal, das ist das Einzige, was ich jetzt hier gerade sehe mit Einkaufen. Er hatte diese Ubisoft-Formel, du musst Gebiete freischalten, um weiterzukommen. Irgendwie, das hat dann irgendwann. Ganz viele Spiele haben das irgendwie übernommen. Obwohl das Konzept anfangs ganz cool war, aber dann halt einfach nur noch überflüssig. Und das haben die hier halt auch. Ne? Du musst halt Gebiete freischalten, um weiterzukommen, ne? Auch storytechnisch. Das ist ja die. Hast du morgen frei? Nee. Muss arbeiten. Ich mache jetzt auch nur noch eine halbe Stunde ungefähr. Wie kommst du nah drauf, dass ich frei habe? Nox wie Heulsusen. Was war das denn gerade? Geiler Typ. Aber warte mal, ich kann ja mal in die. By the way, hat doch heute einfach in 3 Stunden. Ein 3 Stunden Bewerbungsgespräch. Hat sich das wenigstens gelohnt? Oh, Sendeempfänger. Okay. Fotografiere Widerstandslager. Mach Fotos von Drohnenabschussgeräten. Töte Scharfschütze mit dem Präzisionsschützengewehr. Einfach nur so. Ich dachte, du unterhältst mich noch bis 4. Nee. Nee, 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 nee. Das packe ich nicht. Das packe ich nicht.
Wollte ich gerade sagen, er ist gleich in den Fehlern verschwunden. Hat immer so seine Zeit. Ja, richtig. Hat sich mehr gelohnt als das Bewerbungsgespräch vom Freitag. Okay, hast du denn, also hast du schon eine Aussicht, wann du Zusage, Absage bekommst, irgendwas? Okay, hier muss ich irgendwie hochkommen. Ich höre auch schon das Radio. Also einfach hochgeglitscht. Geil. In den nächsten zwei Wochen. Ja, siehst du. Stimme der Freiheit. Sagen, der Widerstand sei leichtsinnig und ihre Ach ja. So. Dann gehen wir hier noch hin, Sendeempfänger in Holloway. Das ist ja diese andere Mission. Also die KVA ist immer nur am Lügen. Nur mal so. Drück dir alle Daumen. Ja, das natürlich sowieso. Oh nee, ich hasse das Ding. Ich hab ihn erschreckt. Ah, das war das andere. Oh fuck. Weg vom Kreis. Sonst habe ich ein Problem. Okay, es geht um mich rum. Ja. Das war natürlich gekonnt. Kommst du dann doch nochmal vorbei? Weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube eher nein, weil ich erstens noch Besuch bekomme und zweitens ich noch wo zu Besuch bin. Tatsächlich. Das ist schon wieder so ein halbvolles Wochenende. Kann ich das jetzt nochmal knacken? Geil, ich kann das doch nochmal knacken. Sehr gut. So. Sendeempfänger in Holloway. Geht doch. Geht doch. Zack, freigeschaltet. Sehr schön. Sicherheitsscanner. Den kann ich sogar hacken. Okay, wir sind mit dem Netzwerk verbunden. Jetzt können wir unsere Angriffe gegen die Schlüsselstellungen der KVA koordinieren. Für die Alpha an alle Arbeit, Teams. Grace. Wenn wir ein Goliath spielen wollen, müssen wir äußerst aufmerksam sein. Haben wir irgendwelche Informationen, wo die Norks sie produzieren oder aufbewahren? Was, wenn man einen auf der Straße hacken würde? Du willst so nah an einen ran? Nur zu. Okay, dann gehen wir hier nochmal hoch. Und versuchen den jetzt auch nochmal zu holen. Hier Zündvorrichtung. Leiterplatte. Oh, ei. Ja, super. Wie komme ich da hoch? Den muss ich hacken. Irgendwie. Und dann springt er da, hüpft er da aus, ist automatisch aus Versehen wieder runter. Okay. Wie komme ich da hoch?
komme ich da hoch? Ah, ich komme da doch hoch. Wieso hat er das denn nicht beim ersten Mal gemacht? Man muss die Freizeit ja auch nutzen. Ja, richtig, denke ich mir nämlich auch. Nee, zu groß. Alter, war das knapp. So, dann hacken wir den mal. Kann ich nicht. Wieso kann ich den nicht hacken? Finde ich fies. Es gibt keine zu kleinen Waffen für einen Kill. In dem Fall glaube ich schon. Ich glaube, das Ding kann ich erst machen. Die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Ja, eigentlich wollte ich... Okay, geht natürlich auch. Finde ich auch nicht schlimm, was da jetzt passiert ist. So, hier ist auch ein Lager irgendwo, ne? Das ist das. Ja, wo ist das Lager? Hier wurde ein Lager angezeigt. Ah, hier. Ah. Sehr gut. Wie viel Munition habe ich jetzt für das Ding? 15 Schuss. Ach, hä? Jetzt konnte er da doch noch mal was nachholen. Na, siehst du, nochmal voll gemacht. Kampfgewehr. Achso. Ja, ich glaube, für das andere muss ich tatsächlich erstmal die Hauptquest weitermachen. Damit ich diese Bahndinger da, diese Scanner dann hacken kann. Schade. Schade, schade. Okay. Aber. Die habe ich. Das wird wahrscheinlich diese Bahn sein. Sicherheitsscanner, Sicherheitsscanner. Die kann ich noch nicht. Das Radio. Gucken wir mal, ob wir das Radio kriegen. Meine Leute. Aber wir können ja nochmal ans Waffenlager gehen. Muss ich wahrscheinlich hoch, ne? So. Scheiße!
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich keine Energie mehr. Aber jetzt. So. Waffen verkaufen. $170. Ist alles voll. Oh, ich finde diese Art immer noch so gut, ne, wenn man hier die Waffen wechselt. Na komm, komm mal ein Stück hierher. Ich glaube, den habe ich gerade so hammerhart die Hüfte perforiert. Alter Schwede. Der ist einfach in zwei Teile zerbrochen, glaube ich. Der junge Mann. So. Wir wechseln mal den Aufsatz wieder. Zu deinem... Aber was vielleicht gar nicht mal so dumm ist, wenn wir den Raketenwerfer jetzt auch einmal... Warte mal. Kann ich da auch den Aufsatz wechseln? Nee, das ist... Nur das. Ich probiere mal kurz was. Ausrüstung anpassen. Kann ich hier... Kann ich die Schrotflinte das Sturmgewehr draufpacken? Das Sturmgewehr ist gut. Munition wieder aufgefüllt. Das ist schon mal sehr gut. Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Alles klar. Wenn sonst nichts ist, ne? Scheiße! Wir haben sie abgeschossen! Wir brauchen mehr Gasmasken! Brady, sieh zu, dass ein Luftschiff nähert sich! Verzieht euch! Schiff. Okay, ich mach mich auf den Weg. In Deckung. Okay, ihr habt sie gehört. Alle in Deckung. Geht in Deckung. Schaltet sie aus! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Shit. Wo fährst du denn jetzt? Ach hier. Oh. Wo ist hier ein Scharfschütze?
Du bist doch echt, du bist doch ein Asi, du kannst doch dem Kerl nicht in die Eier schießen. kennst du diese geile Folge von South Park? Wo Cartman mal wieder seinem Rassismus voll nauflässt und dann Butters dafür verantwortlich macht, dass er ständig diesen Ding, den Restaurant-Gästen in die Eier schießt aus Versehen. Ich finde das so geil. Also nicht in die Eier schießen, aber... wie komme ich denn jetzt da hoch? Ach, hier ist ein Lager. Nehmen wir das einfach. Kann ich gar nichts aufnehmen hier. Bin voll mit allem. So, aber... Ich würde jetzt ganz gerne mal hier nochmal gucken. Hier, guck mal, hier kann ich noch einen Mündungslauf draufpacken. Einen Unterlauf. Zielfernrohr. Habe ich hier. Ja, das reicht. So. Stimmt, der war gut. Wie Cartman immer ausrastet. Ja, genau. Das ist so geil. Dabei ist er immer daran schuld. Das ist das Beste daran. Noch ein Radio. Wir leben hier eine verdrehte Kopie des Vietnamkrieges. Eine große, lächerliche Kopie davon. Das Tunnelsystem und Tunnelsystem der Vietnam sind unsere einsamen Straßen und unterirdischen Gänge. Wir kriechen durch die Dunkelheit. Laufen! Und die Norks fürchten uns, und das zu Recht. Wir sind schlecht. Wir sind entschlossen. Doch. Wir sind schrecklich. Unsere Straßen sind von Boden beschreckt. Ich kann nicht glauben, dass die Menschen so egoistisch und dumm sein können. Als wäre die Situation nicht schon schlecht. Der Arme. Es ist verrückt, dass sich die Menschen freiwillig für einen schnellen Kick vergiften. Schaltet sie aus! Hä, was? Bleibt clean, Leute. Wenn die Revolution beginnt, müsst ihr wach und voller Zorn sein. Genau, wach und voller Zorn. Das ist nämlich das Erfolgsrezept. So, wir müssen nach rechts. Dieser Mann macht mich so verdammt wütend. Hallo. Heißt das Rezept oder Rezept? So. So, einmal verkaufen. 540, finde ich gut. Aber wir haben keine V-Bucks. Was? 16. Oh, das ist nicht schlecht. Equipment. Da können wir ja noch mal ein bisschen was machen, ne? Ferngesteuertes Auto. Heck. Ablenkung. Ah, ich würde ganz gerne Sprengstoff und Brandbombe natürlich. Die beiden Achter machen wir. Hat er einen Teddy in der Hand? Das dürfen wir gewissen Menschen nicht zeigen, was ich jetzt hier für Bomben habe. Nur mal so. Aber erzählt es auch keinem, ja? Das wäre sehr nett. So. Ich wechsel das mal kurz weg. Einfach so. Irgendwann wird man in der Schule von unserer Zeit berichten. Vielleicht. Vielleicht.